Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. FPÖ-Mann Mario Kunasek könnte bei der Wahl im Herbst in der Steiermark die Wende schaffen und neuer Landeshauptmann werden. Das ist natürlich eine Sensation oder wäre eine Sensation. Bis dahin ist es aber noch ein sehr, sehr weiter, langer, steiniger Weg und die Angriffe gegen ihn, gegen Mario Kunasek, werden heftiger und stärker. Die ÖVP hat ihre Kettenhunde losgelassen, heißt es aus der FPÖ. Was ist da los in der sonst so beschaulichen Steiermark? Mein Name ist Karl Wendel, ich begrüße FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek bei uns im Studio. Grüß Gott. Ja, Sie wollen in der Steiermark die politische Trendwende. Wenn man den Umfragen glaubt, gibt es einen Dreikampf momentan. Sie, der ÖVP-Landeshauptmann und der SPÖ-Spitzenkandidat. Sie werden mit den Attributen bodenständig, mutig, steirisch. Gleichzeitig verfolgt Sie aber eine Finanzaffäre, eigentlich seit Jahren. Was ist da los? Ja, das zeigt schon auch auf, dass die Nerven blank liegen bei einigen politischen Gegnern, vor allem auch in der Steiermark. Ist klar, Sie haben ja angesprochen, auch die Umfragen, die es gibt. Die ÖVP verliert massiv mit dem Landeshauptmann an der Spitze. Die SPÖ bleibt in etwa auf dem Level der letzten Wahl. Die FPÖ gewinnt dazu. Und ja, wir haben eine Dreikampfsituation. Das heißt, das ist alles offen. Und das spürt man natürlich auch in der politischen Auseinandersetzung. Also die ÖVP dürfte hier wirklich sehr, sehr nervös sein. Und ja, natürlich wird alles daran gesetzt werden, den freiheitlichen Erfolgskurs in der Steiermark nicht wahr werden zu lassen oder eben den ersten Platz nicht erreichen zu können. Es wird aber nicht gelingen, weil ich glaube, dass wir mit unserer Politik in der Steiermark gute Arbeit geleistet haben, die Menschen das anerkennen. Deshalb gehe ich relativ gelassen auch mit diesen Themen um. Ja, aber trotzdem noch einmal die Frage, der Ermittlungsakt der Staatsanwaltschaft umfasst inzwischen schon mehr als 1000 Seiten. Konkret geht es um viele Nebenstränge. Einer davon ist eben die Finanzierung Ihres Privathauses in der Steiermark. Offen die Frage, haben Sie sich Ihr eigenes Haus von Parteigeldern der FPÖ bezahlt? Natürlich nicht. Also Dirty Campaigning in Reinkultur, Sie haben vergessen dazu zu sagen, eine anonyme Anzeige hat diese Ermittlungen ins Rollen gebracht. Das heißt, substanzlos, wir haben auch immer von Beginn an mit den Behörden kooperiert. Wir haben in Graz diese Malversationen mit einer Selbstanzeige. Und dann wurde versucht von politischen Gegnern, das ist zum einen natürlich die Gegner auf Landesebene, aber natürlich auch in Graz mit den Ausgeschlossenen von mir, mit anonymen Anzeigen, mit dem einen oder anderen Eingaben noch einmal die ganze Geschichte hochkochen zu lassen. Ich gehe damit relativ gelassen um, wenngleich ich sagen muss, natürlich, wenn es dann ins Private geht, dann ist der Campaigning natürlich massiv verwerflich. Aber noch einmal, zeigt auf, wie blank die Nerven liegen und auch wie eng die Verbindungen auch scheinbar sind zwischen jenen, die hier so vorgehen und der Volkspartei auch in der Steiermark. Ja, man will Sie ja auch in den U-Ausschuss laden, befragen. Ist das jetzt ein politisches Abenteuer oder verwechselt man den U-Ausschuss mit einem Gerichtsverfahren? Ja, schauen Sie, ich war schon einmal dort bei einer ähnlichen Veranstaltung, U-Ausschuss zum Thema Eurofighter, damals noch als Bundesminister für Landesverteidigung. Ich kenne das dort, ja, und finde es schon schade, dass die ÖVP jetzt dieses wichtige Kontrollinstrument, das ist ein gutes Instrument auch zur Aufklärung, auch zur politischen Verantwortung, zur Aufklärung von Verantwortung, missbraucht, um Wahlkampf zu betreiben. Nämlich, wenn ein privater Hausbau Thema in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss wird, ja, wo es um die Vollziehung des Bundes geht, dann muss man dem Herrn Abgeordneten Hanger, der da der Kettenhund auch sein dürfte, der ÖVP in der Steiermark, schon auch ausrichten, dass er weit, weit weg vom eigentlichen Thema. Also auch damit gehe ich gelassen um. Ich habe noch keine Ladung bekommen und ich werde meinen Terminkalender auch nicht nach dem Herrn Hanger richten, so viel steht fest. Ja, aber trotzdem, es heißt in Ihrer Aussendung, beziehungsweise in der Aussendung Ihrer Partei, die Attacken sind letztklassig und unseriös. Sind sie, weil sie weit weg vom eigentlichen Untersuchungsgegenstand sind, zum einen, und zum anderen noch einmal die Gegenfrage muss ja dann auch sein, ein privater Hausbau kann doch niemals ein Thema in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss sein. Das geht sich einfach nicht aus, auch in der Verfahrensordnung nicht aus. Wir werden das auch rechtlich prüfen lassen. Und es zeigt einfach auf, die ÖVP tut jetzt alles, um eben auch der Freiheitlichen Partei und auch mir in der Steiermark Schaden zuzuführen. Ja, ist ihre Sache. Diese Art von Dirty Campaigning werden Sie bei mir nicht erleben. Oftmals sagt man ja, bei der Freiheitlichen Partei sind die Angriffe oft ein bisschen robuster. Jetzt sieht man, die ÖVP kann es genauso. Und sie wirft genau mit dem Dreck, mit dem sie sich ja, über Jahre auch selbst gesucht haben.
Ja, wenn man die Umfragen anschaut zur Steiermark-Wahl, dann sieht es momentan so aus, dass es ein Dreikampf wird. Viele Umfragen sehen Sie mit leichtem Vorsprung. Wie werten Sie das? Und vor allem, was glauben Sie, wird es im Herbst für einen Ausgang geben? Ich hoffe einen guten für die Freiheitliche Partei und einen guten auch für mich persönlich. Es ist mein drittes Antreten bei einer Landtagswahl. Wir haben einen sehr großen Erfolg 2015 gehabt mit 27%, dann einen doch ordentlichen Absturz, ehrlich muss man sein, im 19er Jahr im Nachhall der Ibiza-Affäre. Und wir sind jetzt wieder auf einem guten Weg, aber es ist noch keine Wahl gewonnen, es sind nur Umfragen, es sind nur Stimmungen, die man wahrnimmt. Und ja, im direkten Vergleich mit den anderen beiden Kandidaten glaube ich schon, dass ich ein gewisses Maß an Bodenständigkeit mitbringe, was bei den anderen, ganz besonders beim Landeshauptmann Drechsler, nicht so ausgeprägt ist. Am Feuerwehrfest, am Land, in der Region fühlt er sich nicht so wohl wie vielleicht bei einer Vernissage im Grazer Bobo-Umfeld. Und der zweite Kandidat, der SPÖ-Chef Lang, den kennen die wenigsten, der verhält sich sehr unauffällig. Man hat fast ein bisschen das Gefühl, der will gar nicht Erster werden, sondern der fährt da ganz gerne im Windschatten auch mit. Ich trete an, um mit bodenständiger, mit ordentlicher Politik für die Steiermark, auch für die Leistungsträger, für die Fleißigen, für die Familien, Wahlen zu gewinnen. Und ich habe schon einmal auch gesagt, ich werde, weil die Frage kommt ja oft, werden Sie der Landeshauptmann für alle sein? Ich werde nicht der Landeshauptmann für alle sein, das ist auch klar, das unterscheidet mich, glaube ich, auch. Ich werde nicht der Landeshauptmann sein, jener, die unser System ausnutzen, die hier bei uns straffällig werden, die Messerstecher, die auch bei uns in der Steiermark immer mehr werden. Ich möchte der Landeshauptmann jener sein, die Leistung erbringen für die Familien, für die Unternehmer, für die Hackler und für all jene, die dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Das ist mein Anspruch und unser Anspruch. Ja, das heißt, wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört habe, auch die Themen, die zum Beispiel in Wien Favoriten ein großes Problem darstellen, Migration, Gewalt und Ähnliches, sind auch ein Thema in der Steiermark? Selbstverständlich schon seit vielen Jahren in den Ballungszentren in Graz in ausgeprägter Form, aber auch mittlerweile, und so ehrlich muss man sein, in den Regionen, auch in der Obersteiermark, in den Städten dort, erleben wir, dass immer mehr die Jugendkriminalität explodiert regelrecht. Und auf der anderen Seite haben wir massiven Mangel bei der Polizei. Das heißt, da hat auch der Innenminister etwas versäumt. Und jetzt gibt es ja diesen dubiosen Pakt, Landeshauptmann Drechsler mit dem Innenminister Kahn, einen Sicherheitspakt, eine typische Wahlkampfübung, wo man keine Auswirkungen spürt. Wir brauchen mehr Polizei. Und ja, wir brauchen auch natürlich ein rigoroses Vorgehen, wenn hier Kriminalität passiert, wenn hier jemand zu uns herkommt, sich nicht an unsere Werte, an unsere Gesetze halten kann oder will, dann hat er schlichtweg auch das Gastrecht verloren. Das heißt, es braucht auch in der Sprache manchmal deutliche Worte, um hier auch zu verdeutlichen, das ist ein Gastrecht. Ich glaube, die Steirer und die Österreicher haben einen Ruf als sehr gastfreundliches Volk, aber wenn man das Haus- und Gastrecht eben entsprechend nicht einhält oder dagegen arbeitet, dann hat man hier nichts verloren. Ganz einfach ist es. Ja, Sie bezeichnen den momentanen Landeshauptmann der Steiermark als Bobo-Politiker. Ja, ist ja auch nicht gerade nett gegenüber dem Landeshauptmann, oder? Naja, zunächst muss man festhalten, er ist der nicht gewählte Landeshauptmann. So genau sollte man schon sein. Er hat übernommen, er tritt das erste Mal bei einer Wahl an. Und ja, also das ist auch die Meinung vieler Steirer, dass es eben an der Bodenständigkeit und die Wahrnehmung der Bodenständigkeit ist bei ihm nicht besonders ausgeprägt, eben auch hapert und fehlt. Ich glaube, dass ein Landeshauptmann auch die Aufgabe hat, bei den Menschen zu sein, vor allen Dingen auch bei der ländlichen Bevölkerung zu sein. Und da tut er sich schwer. Das ist also keine Attacke gegen ihn, das ist eine Zuschreibung, die viele Steirer auch für ihn treffen. Ja, und auch für den SPÖ-Kandidaten Lang, den sagen Sie, den kennt ja keiner. Naja, auch das ist nicht die Kunasek-Erfindung oder die Feststellung von mir alleine. Er ist sehr unauffällig und muss ich Sie auch fragen, haben Sie schon vom Herrn Lang irgendwelche politischen Ideen gehört für die Steiermark? Eher wahrscheinlich nicht. Er ist ein braver Verwalter, er ist aus meiner Wahrnehmung auch ein umgänglicher Typ. Aber er ist keiner, der gern vorne steht. Und man muss als Landeshauptmann schon auch wollen. Das Wollen vermisse ich bei ihm. Ja, trotzdem wirklich Stimmung gemacht und vor allem öffentliche Wahrnehmung in der Steiermark hat die LKK gemacht. Die kommunistische Bürgermeisterin von Graz, die ist jetzt einige Zeit im Amt. Wie bewerten Sie eigentlich das, was LKK
in der Landeshauptstadt gemacht hat. Naja, leider ist das eingetreten, was wir auch befürchtet haben, nämlich dass sich Graz in eine negative Richtung entwickelt. Ich habe auch das Gefühl, im Gespräch mit vielen Grazern eine gewisse Ernüchterung ist eingetreten. Man hat sich hier wahrscheinlich eine Abrechnungswahl irgendwie erwartet, einen Kurswechsel insgesamt auch in der Stadtpolitik. Der ist passiert, aber weit weg von dem, was die KPÖ versprochen hat. Sie haben gesagt, es gibt keine Gebührenerhöhungen. Bei den Öffi-Tickets wird nicht erhöht und vieles mehr. Alles das ist schon passiert. Und große Fragen auch der Standortpolitik in der Steiermark oder auch die leidige Stadiondiskussion, die vielleicht auch in Wien angekommen ist, wo es darum geht, dass Sturm Graz und GAK nach einer Lösung für die Stadionfrage kämpfen und arbeiten, ist alles ungelöst geblieben. Das heißt, eine gewisse, ja, eben auch eine Situation eines Vakuums, was hier entstanden ist, Bürgermeister sein zu wollen und Bürgermeister dann zu sein, das sind halt offenbar auch wirklich zwei Dinge. Und die Frau K. ist leider genau dort angekommen, was wir von Anfang an befürchtet haben, in einer Art, ich sage mal, Caritas-Politik für ihr Klientel, aber keine weitsichtige Politik für Graz als wichtige Wirtschaftsstadt, als, ja, glaube ich, auch große Stadt innerhalb Österreichs, als zweitgrößte Stadt, wo man auch positive Impulse braucht. Bin gespannt auf die nächste Gemeinderatswahl. In zwei Jahren wird es soweit sein. Das heißt also, wie Sie es nennen, die politische Caritas, wie es die KPÖ oder KPÖ Plus in Salzburg eben verspricht, funktioniert in der Realität überhaupt nicht. Sie funktioniert punktuell dort und da, aber man muss schon auch immer ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja? Und ich sage, die KPÖ-Wähler sind keine Kommunisten, aber die KPÖ-Funktionäre sind schon. Und wenn man sich das Programm auch der KPÖ näher ansieht, da wird von Enteignungen gesprochen und vieles, vieles mehr. Das sind schon auch Dinge, die gewisses Gefahrenpotenzial auch hier offensichtlich machen. Und ja, die Wirtschaft hat hier auch entsprechende Ängste. Und es geht um den Standort, es geht um die Innenstadtwirtschaft, es geht darum, Graz als lebenswerte Stadt, aber auch als Wirtschaftsstadt weiter zu haben. Und da sehe ich von der KPÖ, aber insgesamt auch übrigens von den Grünen und von den SPÖ-Funktionären, die dort ja in der Koalition sind, keine Impulse in eine positive Richtung für Graz. Ja, Graz und K, das war das Hauptthema Wohnen. Was sind eigentlich im Wahlkampf in der Steiermark, was sind so die brennendsten Probleme? Wo wollen Sie hin und worauf wollen Sie hinweisen? Also das sind die klassischen freiheitlichen Themen, die braucht man nicht erst in die Tiefe ausführen. Sicherheit, Migration, wo wir ganz kritische Haltungen einnehmen, wenn es darum geht, dass Menschen hier zu uns herkommen, sie eben nicht an die Regeln halten. Aber auch das Thema der Spitals- und Gesundheitspolitik. Da sind wir in der Steiermark seit Jahren bereits in einer sehr kritischen Situation. Nicht nur beim Ärztemangel, beim Pflegekräftemangel, sondern auch bei den Standortdiskussionen. Es wurden Spitäler geschlossen, Abteilungen zugesperrt. In der Obersteiermark wird geplant, 3 Krankenhäuser zu schließen, um ein neues zu errichten. Geld hat man keins, aber trotzdem ein Prestigeprojekt auch der ÖVP. Die Bevölkerung lehnt das auch ab in einer Volksbefragung. Also das wird schon auch ein wichtiges Kernthema sein, gerade auch für die obersteirische Bevölkerung, das Thema der flächendeckenden Gesundheitsversorgung für alle Steirer. Ja, aber es ist noch ein langer Weg bis hin zu den Wahlen im Herbst. Noch einmal eine Frage zu Ihren Verfahren. Wenn es ein Verfahren geben wird, laufen Sie vielleicht Gefahr, dass man Sie rechtlich bis September verfolgen wird? Das kann ich nicht beeinflussen. Was ich weiß, ist, dass wir von Beginn an kooperiert haben. Ich habe auch den Hausbau betreffend alles übergeben, alle Rechnungen, meine Frau weiß ja genau, alle Kreditverträge übergeben. Ich bin ein ganz normaler Häuselbauer mit einem laufenden Kredit, der zu bedienen ist. Und ich hoffe, dass dann irgendwann einmal die Einstellung auch kommen wird und dass man dann auch ohne diese Belastung, und es ist eine politische Belastung, und der Herr Hanger entwickelt sich auch immer mehr zu einer Belastung, dass man dann in den Wahlkampf gehen kann und dann auch um die besten Ideen buhlt und nicht am Spielfeld der Juristerei sich nur mal bewegt, mit anonymen Anzeigen um sich wirft. Das kann nicht der Stil sein, den wir in der Steiermark wollen. Sie werden mit anonymen Anzeigen verfolgt. Im ORF gibt es jetzt inzwischen das Transparenzgesetz und da sind ja relativ interessante Zahlen veröffentlicht worden. Pius Strobel, der Sicherheitschef, verdient 450.000, Robert Kratky, der Aufwecker der Nation, liegt auch über 400.000. Aber auch jene Frau, die am FPÖ-Ticket in den ORF gesegelt ist, die verdient ja auch noch 270.000. Also
Haben sich da alle irgendwie es gerichtet und bedient? Ja, zumindest entsteht ein negativer Eindruck. Und das ist auch klar, wenn man sich ansieht, dass ein durchschnittlicher Österreicher 33.000 Euro brutto verdient und ein ORF-Mitarbeiter das Dreifache im Schnitt, dann ist hier irgendwo eine Schieflage vorhanden. Und wenn es dann um Gehälter weit über 400.000 Euro im Jahr geht, dann bekommt man natürlich schon den Eindruck, dass es hier ein paar gibt, die hier ordentlich auch hineingreifen, legitimiert auch durch Altverträge, was auch immer. Aber da kann ich den Österreicher und den Steirer auch verstehen, dass er sagt, also irgendwie habe ich schon das Gefühl, mit meinem Steuergeld, mit meinen Gebühren, übrigens in der Steiermark gibt es auch noch die Landesabgabe zusätzlich zur Gebühr, werden eben ordentliche fette Gehälter bezahlt. Und da sage ich auch immer, zum Thema Transparenz bei den Politikern fordert man das zu Recht auch ein. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Es sind alle Politikergehälter auch offengelegt, auch über die Parlaments-Homepage, über die Landtage und so weiter. Jetzt trifft es einmal den ORF und da braucht auch dort keiner wehleidig sein. Ich glaube, wenn man 400.000 Euro verdient im Jahr, dann kann man um 2:30 aufstehen. Ja, das ist möglich und man braucht nicht wehleidig sein. Ja, der Stock wurde gestern vom Armin Wolf im ORF gefragt, wie viel er verdient. Jetzt frage ich Sie, wie viel verdienen Sie überhaupt, Herr Kundersieg? Das ist kein Geheimnis, das kann man abrufen. Es sind 10.000 Euro im Monat als Clubobmann. Ich habe keine irgendwelche Einkünfte wie der Herr Stocker. Bin nicht Generalsekretär, habe lange Zeit Landesparteisekretär sein dürfen, ehrenamtlich. Das heißt, ich habe einen Bezug, der ist offengelegt, dabei bleibt es. Also auch keine Zulagen von Seiten der Partei, oder? Nein, keine Zulagen von Seiten der Partei. Möchte hier auch festhalten, zum Beispiel mein aktueller Landesparteisekretär ist ein ehrenamtlicher Parteisekretär. Wäre ja interessant, wie das die ÖVP so hält mit ihren Landesgeschäftsführern und Parteisekretären. Halten Sie das neue Transparenzgesetz, das ja so viel Staub aufgewirbelt hat und so viele Diskussionen ausgelöst hat, eine gute Sache oder würden Sie das eher wieder ablehnen, wenn Sie... Nein, das ist dort, wo Steuergeld zum Einsatz kommt, ja, dort, wo Gehälter auch mit Steuergeld bezahlt werden, dort hat der Steuerzahler auch Recht und Anspruch zu wissen, wohin das Geld geht. Ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass man mal bei den Kammern hineinsieht und bei all diesen Bereichen, wo ja noch immer ein bisschen der Mantel des Schweigens drüber liegt. Ja, also da geht noch mehr. In der Politik hat man es, glaube ich, ganz gut gemacht in den letzten Jahren. Und da gibt es Nachholbedarf bei dem einen oder anderen schon noch. Sie haben das jetzt erwähnt. Was würden Sie noch in dieses Transparenzgesetz mit einbauen? Na, ich glaube insgesamt, aber das ist ein Prozess, der wird nicht von heute auf morgen gehen. Überall dort, wo Steuergeld zum Einsatz kommt, Gehälter auch mit Steuergeld bezahlt wird, hat auch der Steuerzahler, also jener, der das finanziert, den Anspruch und das Recht auch zu wissen, was mit dem Geld passiert. Und da muss man schon auch aufpassen, keine Frage, gerade bei Unternehmungen, die auch im wirtschaftlichen Bereich auch sind, Energieversorgungsunternehmen und so weiter, dass man dann auch die richtigen Leute noch bekommt, weil ein Top-Manager, wenn er gute Arbeit leistet, soll er auch was verdienen. Das will ihm ja keiner absprechen. Aber ich glaube, das ist einmal erster richtiger Schritt. Und die Aufregung jetzt im ORF zeigt ja, dass das durchaus einer Worte richtig und wichtig war. Nicht wehleidig sein, ich glaube, das ist um 400.000 Euro im Jahr möglich. Ja, doch jetzt zurück in die Steiermark. Was verdient eigentlich dort der ORF-Chef vom Landesstudio? Wissen Sie das zufälligerweise? Na, das weiß ich nicht, aber ich glaube zu wissen, dass er auf der Liste steht. Ja. Und diese Liste beginnt ja, glaube ich, bei 170.000 Euro und damit dürfte er dort irgendwo in diesem Bereich angesiedelt sein. Also auch recht staatlich das Gehalt. Ja. Recht ordentlich, keine Frage. Aber ich habe das auch immer gesagt, den Königlberg muss man ein bisschen auch anders beurteilen als die Landesstudios. Die machen sehr gute Arbeit dort. Aber noch einmal bei diesen Gehaltsebenen, da wird es dann schon auch für den Steuerzahler, für den einfachen Bürger, für den Hackler, für den Angestellten schon ein bisschen kritisch, wenn er dann liest, dass da jemand 170, 180, 250.000 Euro im Jahr verdient. Da muss man schon auch sagen, ist das noch verhältnismäßig? Ja, und wo bleibt auch eine Gehaltspyramide? Auch das ist ja in der Politik durchaus üblich. Wir kennen ja den Ausgangsbetrag, das ist der Abgeordnete zum Nationalrat. Der Bundespräsident steht ganz oben und alle anderen verdienen entsprechend weniger. Beim ORF ist es anscheinend anders. Ja, da verdienen eben irgendwelche Stars, vermeintliche Stars, die halt ein Morgenradio moderieren, 400.000 Euro und ein Manager, der vielleicht auch Budgetverantwortung hat, der auch Mitarbeiter führen muss, weniger. Da ist irgendwas nicht mehr im Gleichgewicht und das, glaube ich, muss man sich auch einmal anschauen in einer eben auch im ORF, wo kann man strafen, wo kann man Gleichgewichte herstellen und vor allen Dingen auch, wo kann man Gerechtigkeit herstellen, weil es gibt auch ORF-Mitarbeiter, der keine 90.000 Euro verdient im Jahr. Im Schnitt hat es da ORF-Mitarbeiter auch, aber das heißt, da passt irgendwas nicht mehr zusammen.
Ja, zurück zum Dreikampf in der Steiermark. Ist noch einige Zeit hin. Womit rechnen Sie in den nächsten Wochen und Monaten? Wird es noch heftiger im Wahlkampf in der Steiermark? Naja, mit jeder Umfrage, wo die ÖVP immer weiter abrutscht oder eben nicht den ersten Platz hält, wird es deftig werden. Also das ist ganz klar, man merkt, die Nervosität ist da. Ich kann aber nur für die Freiheitliche Partei sprechen. Wir werden mit einem positiven Wahlkampf auch starten, dann zur richtigen Zeit. Wir werden eine gute EU-Wahlbewegung auch haben, wo wir unseren steirischen Kandidaten unterstützen. Wir werden Herbert Kickl natürlich bei der Nationalratswahl im September unterstützen und auf den ersten Platz auch entsprechend helfen, so hoffe ich. Und dann geht es um die Mutter aller Schlachten. Und das wird eine positive Wahlauseinandersetzung werden, eben auch mit dem Motto bodenständig, mutig, Themen ansprechen und vor allen Dingen auch die steirische Heimat immer im Herzen zu tragen und auch dafür Politik zu machen. Ja, Sie werden viel Kernöl brauchen. Und steirisches Bier und guten Wein. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch. Das war Mario Konasek, der Chef der Freiheitlichen in der Steiermark. Er rechnet mit einem heftigen Wahlkampf und einem spannenden Ausgang der Wahl im Herbst.